Willkommen am Grand Canyon Marokkos. In diesem Video sehen wir uns einige der beeindruckendsten Landschaften Marokkos in der Region Anti-Atlas an. Wir versuchen, aus der Schiebetüre nicht in die Tiefen des Grand Canyons zu fallen und fahren durch rote Landschaften in grüne Oasen, wo uns dann ein einheimischer Guide viel erklärt und wir kein Wort verstehen. Wir wagen uns durch einen finsteren Tunnel und entdecken die Quelle der Oase. Und wir sehen zu, wie Dattelmehl hergestellt wird, bekommen dabei aber von den strengen Frauen Aufnahmeverbot. Los geht's! Vor wenigen Minuten sind wir vom Campingplatz in Amtouti aufgebrochen und jetzt geht's erstmalig ab durch die Berge des Anti-Atlas. Wir haben zur Sicherheit noch an der Rezeption gefragt, ob die Route, die Google vorschlägt, auch die richtige ist. Dann wurde kurz mal 3 Minuten palabert und dann kam man zum Schluss, ja, könnt ihr fahren, ist besser als der Umweg über die Hauptstraße. Und somit probieren wir das jetzt. Der Nachsatz war noch doucement, also vorsichtig. Also fahren wir vorsichtig einmal den Berg rauf. Die Straße beginnt jedenfalls in ausgezeichnetem Zustand. Wenn es so weitergeht, dann ist das überhaupt kein Thema. 70 Kilometer, Stunde 40 soll es dauern. Dementsprechend wird es wohl nicht so bleiben, aber wir lassen uns überraschen. Ein Fußballplatz mitten im Nirgendwo, warum nicht? Eine grüne Oase mitten im schroffen Fels war im Amtoudi noch eine ganz neue Erfahrung für uns gewesen. Im Anti-Atlas kann man sich aber an den Anblick schnell gewöhnen, denn hier trifft man immer wieder auf kleinere und größere Oasen. Das heißt aber nicht, dass man ihrer überdrüssig wird. Jedes Mal lässt der Anblick das Herz ein wenig höher schlagen. Die Dörfer sind offensichtlich nicht reich und viele neue Betonwände lassen darauf schließen, dass man auch hier Erdbebenschäden zu beklagen hatte. Vorbei an der jährlichen Matratzenlieferung rollen wir durch diesen Ort und erreichen an seinem Ende eine brandneue Schotterpiste anstatt der abenteuerlichen Schlaglochstrecke, die wir eigentlich erwartet hatten. Und schon wissen wir, warum es etwas länger dauert, diese 70 Kilometer zu bewältigen. Es geht sehr steil bergauf und das auf Schotter ist gut befahrbar, aber zu langsam darf man nicht werden in den Kehren, sonst geht mit einem Ducato nichts mehr. Wir sind gespannt, ob es so bleibt oder da noch eine Stufe draufgesetzt wird, aber es sieht so aus, als wäre das relativ neu gemacht worden. Wahrscheinlich gab es da Erdbebenschäden und die Straße wurde renoviert. Es ist wirklich kein einziges Loch drin, es ist komplett eben, nur halt Schotter. Aber geht gut. Nach vielen Anstiegen erreichen wir eine Art Hochplateau und erkennen in der Ferne die ersten höheren Berge, die wohl Ausläufer des Atlasgebirges sind. Es ist eine karge Landschaft, die mit ihrer roten Erde und den Berggipfeln im Hintergrund aber eine ganz tolle Kulisse bietet. Unser Ziel soll da aber noch einmal etwas draufsetzen können. Denn wir sind heute unterwegs zu Marokkos Grand Canyon. Und je länger die Fahrt andauert, umso mehr genießen wir das Spektakel, das die Natur hier für uns aufgeboten hat.
Kinder, die auf Süßigkeiten hoffen, findet man auch hier. Doch die Leute nehmen in dieser Region den mangelnden Wohlstand nicht als Ausrede, um Touristen unangenehm zu bedrängen, wie wir das an anderen Orten noch erleben werden. Seht euch mal diese Kulisse an! Nur keinen falschen Schritt machen hier. Hier geht's richtig runter. Vorerst lassen wir den Canyon genauso wie das Fenster des Lebens aber links liegen und fahren im Abendlicht weiter durch die zerklüftete Landschaft bis ans Ende der Straße, wo die Oase von Aokyada liegt. Am Ende der Straße, das Dorf Aokyada, hier kommt dann nichts mehr, hier geht es auch nicht mehr weiter. Wir fahren dann wieder zurück hinauf zu diesem wunderschönen Spot am Canyon. Aber zuvor versuche ich hier noch Brot zu bekommen. Ob das klappt? Wir finden es gemeinsam heraus. Für Brot schaut es schlecht aus. Hier gibt es nicht viel. Aber dafür, seht euch mal diese Oase an. Das ist so, wie man sich's vorstellt. Aus dem Nichts, aus der Steinwüste, plötzlich diese grüne Landschaft. Wunderschön. Es riecht nach Kamel. Hier könnte man offensichtlich wieder eine ähnliche Wanderung machen wie die gestern, aber wir hatten ja schon eine Wanderung am Vormittag. Das genügt fürs Erste. Jetzt versuche ich hier wieder rauszufinden, ist gar nicht so einfach. Wenn man sonst keinen Weg findet, dann geht es entlang der Bewässerungsrinne weiter. Im verschlafenen Nest ist für uns an diesem Abend nichts zu holen. Und so geht's einmal mehr durch die unwirkliche Landschaft zurück bis zum Canyon. An der Felsformation Fenster des Lebens gibt es leider keine Parkplätze und so halten wir kurz an der Straße für ein paar Aufnahmen. Nachdem es so gut wie keinen Verkehr gibt, ist das halb so wild. Willkommen am Grand Canyon Marokkos. Unser Zuhause für heute, was sagt ihr? Wir sind hier völlig alleine und können direkt daneben übernachten. Unweit des Dorfs Aokyada, auch dort hätten wir übernachten können. Aber es ist halt hier von der Aussicht her schon eine Stufe besser. Das Dorf ist auch nett, bietet aber rein gar nichts. Schlafwandler sollte man hier nicht sein, denn hier ist typisch Marokko nichts abgezäunt oder gesichert, sondern hier muss man schon selbst aufpassen und 5 Schritte vom Camper geht's senkrecht nach unten.
Vielleicht parke ich noch ein wenig weiter weg wegen der Ruby. Die hat nämlich bereits die ansässigen Vögel entdeckt und meint, direkt am Abgrund sei der beste Ort, um ihnen nachzujagen. Der freche Vogel folgt sie. An schönen Plätzen heißt es als erstes nach Ankunft die Aufnahmen unter Dach und Fach bringen, denn unten im Dorf waren zwei Camper jetzt, als wir raufgefahren sind, und wer weiß, ob die nicht die Idee haben, sich zu uns zu gesellen und sich dann auf 30 cm dran zu parken, wie das auf dieser Reise schon vorgekommen ist. Dann deswegen lieber gleich erledigen, sonst muss sich wieder einer ärgern. Ja, man lernt halt dazu, und so sind die Bilder dann schon im Kasten, als sich ein Franzose zu uns gesellt. Zudem lässt uns dieser ohnehin viel Platz. Ob er mit seiner Parkposition direkt am Abgrund aber glücklich wird? Nachts ist es etwas tricky. Ich war sehr, sehr vorsichtig beim Aufnehmen meiner Nachtfotos. Die Franzosen, die dann nachts neben uns geparkt hatten, die haben sich kurz vor Einbruch der Dunkelheit dann noch weg vom Abgrund gestellt. Jedenfalls sehr schön, und was halt auffällig ist, hier ist kaum Betrieb, hier ist nichts los. Bis auf die zwei Camper, die wir gesehen haben, gibt es ja keinen Verkehr, hier kommt niemand vorbei. Und als Resultat gibt es hier keinen Müll. Das ist in Marokko halt schon auch auffällig, wenn es mal so ist. Hier ist alles sauber. Die Dorfbewohner, die achten anscheinend auf ihre Umgebung. Mehr als das an der Küste der Fall war. Es gibt schlechtere Orte zum Kaffee trinken. Wunderschön hier. Leider haben wir ein Problem. Eulers Zahnschmerzen sind retour. Die kleine OP in Dachla hat jetzt eine Woche geholfen und jetzt wird's schlechter. Das heißt, dass wir jetzt Richtung Agadir oder ich weiß nicht, ob ich bis Marrakesch aushalten kann. Eigentlich wollten wir von hier aus jetzt die schönen Bergpässe fahren, Anti-Atlas, Atlas, dann die Wüste. Aber notgedrungen werden wir die Route jetzt anpassen müssen und werden entweder direkt nach Marrakesch fahren über Tafraut oder sogar über Agadir, denn für Agadir haben wir eine Empfehlung für einen Zahnarzt von einer Kollegin. Ja, das müssen wir noch entscheiden. Jedenfalls haben wir jetzt noch mehr Stress. Wir haben noch so viele Ziele offen für unsere letzten 3,5 Wochen. Und jetzt werden wir noch ein paar Tage verlieren, aber da hilft jetzt nichts. Das gehört halt auch dazu, zu Langzeitreisen. Die Ärztin in Dachla meinte, ja, das kann warten, bis wir wieder zurück sind in Österreich. Sie hat aber nicht gewusst, wie lange wir noch vor unserer Ankunft zurück nach Hause haben. Die Verständigung war ja schwierig mit dem Translator und sie hat wahrscheinlich gedacht, wir sind Urlauber, die nach einer Woche wieder zu Hause sind, und dann hätte es gepasst, aber so müssen wir uns leider drum kümmern.
das ist jetzt der Plan für die nächsten Tage. Also wir werden jetzt noch nach Tafraut fahren und uns das ansehen. Vielleicht gibt es ja dort einen Zahnarzt. Können wir auch noch recherchieren. Ja, wichtig wäre Diagnostik. Also die erste Behandlung war nicht mal mit X-Ray gemacht. Und ein Zahnarzt, mit dem man sich irgendwie verständigen kann, wäre halt auch cool, weil wir wussten nicht mal, was die Zahnärztin in Dachla wirklich gemacht hat, was sie da eingespritzt hat und so. Also so ist es schwierig. Und jetzt genießen wir noch unseren Kaffee hier und dann geht's los. Einen kurzen Ausflug machen wir hier noch. Wir haben vorgehabt, die Höhle hier zu besuchen. Und haben direkt am Ortseingang einen Guide übernommen von den vorherigen französischen Besuchern. Und der führt uns jetzt irgendwo hin, spricht kein Wort einer Sprache, die wir sprechen. Wir wissen leider auch nicht, wie er heißt. Ich habe ihn dreimal gefragt und dann aufgegeben. Wir können nicht wirklich kommunizieren, aber er geht uns voran und zeigt uns, was es hier zu sehen gibt. Die hatte ich gestern nicht gefunden, die Höhle, beziehungsweise es ist sogar ein Tunnel auf die andere Seite. Seht euch das mal an. Très joli. Hinter dem Tunnel tut sich unerwartet eine friedliche Oasenlandschaft auf, in der wir völlig alleine sind. Hier oben gibt es einen weiteren Agadir. Einen haben wir euch gestern gezeigt. Und diese Agadire gibt es hier überall, wo es irgendwas von Wert gibt. Landwirtschaftliche Produkte. Okay. I didn't understand the word, but thank you anyhow. Unser Guide bemüht sich redlich, uns irgendwas zu erklären, aber bis auf oben, unten, links und rechts verstehen wir gar nichts. Wie ihr wisst, haben wir mit Guides in Marokko schon eher negative Erfahrungen gemacht. Aber es gibt auch positive Ausnahmen. Da war jetzt kein Gedrängel dabei. Wir konnten vorab selbst entscheiden, ob wir einen Guide wollten oder nicht. Und nachdem die Franzosen vor uns ihn empfohlen haben, haben wir zugesagt. Und es hat sich jetzt echt ausgezahlt. Das hätte ich alleine so wahrscheinlich länger nicht gefunden. Und das ist eine der schönsten Wanderungen bislang hier. Ruby gefällt's auch. Hier läuft das Wasser in Rinnen wieder, wie wir gestern gesehen haben. Das Wasser bewässert dann die landwirtschaftlichen Flächen, die hier durch Steine markiert werden. Ein unglaubliches Tor von den Höhlen, Oasen und Wasserquellen hier in Aukiada.
Und hier haben wir jetzt die Quelle, die diese Bewässerungskanäle speist. Ça, c'est tremblement de terre. Das war eine interessante, positive Erfahrung, da unser Guide kein Wort mit uns gemeinsam gehabt hat und trotzdem hatte ich ein Gefühl, mit ihm kommunizieren zu können. Das war genau das Gegenteil von diesen Guide-Erfahrungen, das wir damals in Rabat gehabt haben. Absolut positiv. Zum Abschluss der Tour dürfen wir noch bei der Herstellung von Dattelmehl für die Tierhaltung zuschauen. Je peux fumer? Seulement ça? Je peux? Avec le travail? Nur mit meinen Kameras hat man wenig Freude. Das Filmen der Arbeit an sich wird mir aber erlaubt. Shukran, merci. C'est pour quoi? Pour faire? Pour le mouton. Allemand? Ok. C'est pour moi. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous aviez raison, on n'aurait pas trouvé tout ça. Bon. Merci. Bonne continuation et bonne route. Es ist nicht zu vergleichen, eine Großstadt mit dieser Ruhe und Serenität, die hier in der Natur stattfindet. Die Kulisse ist unglaublich grandios. Das ist wenig gesagt, gehört. Und so war es. Wir haben uns das alles angeschaut und sehr wenig darüber gesprochen. Und das war gut. Expertin? Die Mandelblüte. Ich glaube, wir haben sie meistens schon verpasst. Achtung, Achtung. Ja, ja. Olli meint, wir haben die Mandelblüte verpasst, aber ein paar blühen noch. Nach zwei Oasen haben wir noch lange nicht genug und wir steuern gleich die nächste an. Die Oase von Ait Mansur soll besonders schön sein und nach einer vorübergehenden Steinwüste ist die Fahrt schon wieder fast so toll wie am Vortag. We'll be right back.
Hier im Anti-Atlas jagt ein Highlight das nächste. Wir sind am nächsten Canyon, dem Eight Mansur Canyon. Und zu diesem kann man nicht nur runterblicken wie beim letzten, sondern ihn sogar mit dem Camper befahren. Wir sind uns nicht sicher, wie weit. Es gibt Stimmen, die da irgendwas von 4x4 sagen, aber ihr kennt uns. Wir fahren einfach so weit, wie es geht. Und wie weit das ist, finden wir gemeinsam im nächsten Video heraus. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Thank you.